Das einsame Kaoko-Feld im Nordwesten Namibias gehört zu einer der unberührtesten und unzugänglichsten Gegenden im südlichen Afrika. Die namibische Hauptstadt Windhoek ist Start eines Motorradtrips, den Astrid und Herbert genau dahin geplant haben. Sorgfältige Vorbereitung ist Grundvoraussetzung einer solchen Unternehmung. Schließlich sind die Versorgungsmöglichkeiten unterwegs äußerst begrenzt. Die Bikes müssen entsprechend ausgerüstet sein. Koffer, Benzinkanister und Satellitennavigation sind unabdingbar. Nach gut 100 Kilometern nordwestlich von Windhoek ist Schluss mit Asphalt. Von jetzt an wird es nur noch Pisten geben, bis ans Ziel, den Kunene, Grenzfluss zwischen Namibia und Angola. Trotz des heißen, trockenen Wüstenklimas ist die Landschaft abwechslungsreich. Savannenartige Steppe wechselt mit bräunlich-roten Hügeln und bizarren Felsformationen. Mittlerweile haben sich Astrid und Herbert an ihre schwer beladenen Maschinen gewöhnt. Mit voller Zuladung gilt es immerhin, an die 6 Zentner unter Kontrolle zu halten. Kurz vor Palmbach ist Stopp für alle Fahrzeuge. Der sogenannte Veterinärszaun soll das Ausbreiten von Tier- und Pflanzenkrankheiten verhindern. Unsere Biker werden sofort als unbedenklich eingestuft und dürfen ihre Reise fortsetzen. Erste Ausläufer der Kaoko-Feldberge tauchen auf. Die bräunlich-roten Gebirgszüge sind typisch für diese Region Namibias. Vom Wohlstand Windhoeks ist hier nichts mehr zu spüren. Die Bevölkerung lebt unter ärmlichsten Verhältnissen. Der Begeisterung der Kids für die fremdartigen Fahrzeuge tut das jedoch keinen Abbruch. Die staubigen Youngsters erobern im Sturm unsere Maschinen. Was überrascht, trotz der offensichtlichen Armut keine Spur von Bettelei. Wer öfter in Afrika unterwegs ist, weiß so etwas sehr zu schätzen. Eine wichtige Station auf dem Trip ist Opuwo, Distrikthauptstadt der Kunene-Region. Hier besteht letzte Möglichkeit, Lebensmittel und Benzin zu bunkern. Mit Kanistern kommen Astrid und Herbert auf 42 Liter Sprit und 20 Liter Wasser pro Nase. Der Untergrund wird immer sandiger. Es ist gar nicht so einfach, die schwer beladenen Bikes unter Kontrolle zu halten. Kurz hinter Opuwo begegnen die beiden ersten Himbas. Die Halbnomaden leben bis heute traditionsgemäß. Dazu gehört auch ihr für Europäer sehr exotisches Aussehen. Sie reiben ihren Körper mit einer rötlichen Paste ein, die aus Tonerde und Ziegenfett angemischt wird. Das dient dem Schutz vor Austrocknung, Sonnenbrand und Moskitos. Die Frauen sind immer barbusig. Die allabendliche Schlafplatzsuche gestaltet sich problemlos. Wichtig ist nur, Flussbetten wegen der Wildtiere zu meiden. An diesem Abend stellt sich unerwartet zweibeiniger Besuch ein. Die Himbas sind wie aus dem Nichts aufgetaucht. Ihr Timing ist perfekt. Astrid hat gerade eine Tütensuppe zubereitet. Ohne Scheu nehmen sie die Einladung an. Es ist nur schade, dass sich die Kommunikation auf ein scheues Austauschen von Blicken beschränkt. Am nächsten Tag findet die Idylle ein jähes Ende. Der berühmt-berüchtigte Van Zels Pass erweist sich als echter Albtraum. Er gilt als die Offroad-Herausforderung im ganzen südlichen Afrika. Was mit einer leichten Sport-Enduro Spaß macht, ist mit den schweren BMWs ein nervenraubender Eiertanz. Im Hinterkopf klopft obendrein das Bewusstsein, dass im Falle einer Panne nie und nimmer mit Hilfe gerechnet werden kann. Der Pass ist so steil, dass er nur in einer Richtung befahrbar ist. Doch selbst damit haben unsere beiden ihre liebe Not. Die erbarmungslosen Erschütterungen bleiben nicht ohne Folgen. Astrid hat die Befestigung der Fußbremse verloren. Doch die beiden sind erfahrene Motorradreisende. Sie haben jede Menge Ersatzmaterialien für Reparaturen dabei. Der Blick aufs idyllisch gelegene Marienflusstal entschädigt für die Strapazen.
Zwar sind bis da hinunter noch einige schwierige Passagen zu bewältigen, doch das schreckt die beiden jetzt auch nicht mehr. Die Quälerei den Fanzelspass hinunter hat den Wasserverbrauch deutlich erhöht. Astrid und Herbert sind froh, endlich auf einen Brunnen zu stoßen, um ihre Vorräte aufzufüllen. Nicht jeder Brunnen in diesen Breiten führt zwangsläufig Wasser. Doch hier sprudelt das lebensspendende Nass bereits nach wenigen Pumpstößen aus dem Hahn. Die letzten Kilometer der Reise sind geprägt von einer gleichzeitig lebensfeindlichen und überaus faszinierenden Wüstenlandschaft. Von Windhoek bis zum Kunene haben Astrid und Herbert ca. 1400 Kilometer zurückgelegt. Die Strapazen der Reise geraten schnell in Vergessenheit durch den Luxus der Zivilisation auf der Serda Kafema Lodge, einer Oase des Friedens inmitten der Wüste. Einige Tage Pause tun gut. Auf die beiden wartet noch eine lange Rückreise in einem faszinierenden, fremdartigen Land.